In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einem GeoMax GNSS-Empfänger und der XPad Ultimate Software Punkte und Linien messen können. Nachdem Sie sich mit der Antenne verbunden haben, wechseln Sie in das Menü Vermessung und starten die GNSS-Messung. In diesem Menü können wir auf der linken Seite die Stabhöhe anpassen. Auf der rechten Seite können wir unsere Position kontrollieren. Durch einen Klick können Sie mehr Details abrufen oder durch einen langen Klick die Verbindung trennen. Durch das Wiederholen von einem langen Klick wird bei einer getrennten Verbindung die Verbindung wieder aufgebaut. Grün bedeutet, dass wir mit dem Korrekturdatendienst verbunden sind, ausreichend Satellitenempfang und die gewünschte Genauigkeit erreicht haben. Die elektronische Libelle zeigt an, ob der Stab im Lot ist. Wenn Sie die Libelle anklicken, können Sie die Libelle kalibrieren oder deaktivieren. In der Kartenansicht links oben können Sie die Ausrichtung und die Hintergrundkarten einstellen. Zum Beispiel können Sie in den 3D-Modus oder in die Kartenansicht wechseln, die Karte in Richtung Norden oder Blickrichtung ausrichten. Wenn Sie auf den Button Punkt links unten klicken, können Sie alle gemessenen Punkte abrufen. Der nächste Punkt, der gemessen wird, bekommt in diesem Beispiel die Punktnummer 18. Zum Editieren der Punktnummern können Sie ganz einfach in das Feld klicken. Ähnlich ist es bei der Codeliste. Wenn Sie auf den Button Code klicken, können Sie die ganze Codeliste abrufen und mit dem Feld dahinter können Sie beliebige Codierungen eingeben. Wie Sie eine Codeliste vorbereiten, können Sie sich in unserem Video Codes erstellen, verwalten und importieren anschauen. Mit Messen und Speichern rechts unten lösen Sie die Messung aus und der Punkt wird ohne bearbeitet zu werden gespeichert. Falls Sie den Punkt noch bearbeiten möchten, lösen Sie die Messung mit Messen aus. Jetzt erscheint ein Fenster für die Bearbeitung des Punktes. Unter Daten wird noch einmal die Messung angezeigt. Unter Skizze können Sie zum Beispiel auch ein Bild hinzufügen und beschriften. Falls Sie einen Punkt gemessen und gespeichert haben, den Sie im Nachhinein noch einmal editieren oder löschen möchten, können Sie mit der Tools-Taste diese Option aufrufen. Wenn Sie zusätzlich die Punkte gleich mit einer Linie verbinden möchten, haben Sie auf der linken Seite die passenden Funktionen. Neben der normalen Linie haben Sie auch die Möglichkeit, andere Objekte zu zeichnen. Sobald Ihre Linie abgeschlossen ist, können Sie das Zeichnen abbrechen. Falls Sie Punkte, die Sie bereits im Vorfeld gemessen haben, zu Ihrer Linie hinzufügen möchten, können Sie diese im Messmenü einfach anklicken.